Hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Infoabend über das Thema Repertorisieren nach CM Boga. An meiner Seite Christian Heimeler, der Experte für dieses Thema. Ich bin Julia Groß, noch keine Expertin, hoffe aber, das nach diesem Abend zu werden oder beziehungsweise einen kleinen Einblick zu bekommen auf das, was uns erwartet. Das ist nämlich ein Infoabend zu einer Seminarreihe, die wir jetzt hier im Herbst im ZFN starten, eben mit Christian. Und dieser Abend ist dafür da, Sie darüber zu informieren und eben einen kleinen Einblick darüber zu geben, was es mit dieser Bezeichnung, mit diesem Namen Boga auf sich hat. Aber vielleicht sind ja auch unter Ihnen schon ganz viele alte Hasen und wissen genau Bescheid, worum es hier überhaupt geht. Nur ich bin gerade ein bisschen unwissend noch, aber wie gesagt, das werden wir ändern. Das wäre tatsächlich mal eine gute Frage. Gleich hätten Sie also, nach der Anmeldung. Nein, nicht hier. Hätten Sie vielleicht mal Lust, in den Chat kurz zu schreiben, wer kennt das schon? CM Boga, repertorisieren danach. Also das wäre super, wenn Sie einfach mal kurz in den Chat reinschreiben können. Oder einfach das würde den Homöopathen Boga, das ist ja auch. Ja, schön. Über den. Ja, genau. Weil das wäre jetzt wirklich mal hochinteressant. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Naja, gut. Das ist nämlich für mich die kleine Bestätigung. Und der es natürlich nicht kennt, oder? Die es schon kennen. Na ja, wieso? Von Natt, genau, von der Natt. Aha. Wir wurden von Christian schon heiß gemacht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Darum geht es ja letztendlich auch. Christian hat in seinen Kursen, also vor allem in unserer super großen Naturheilkunde-Grundausbildung in der fortgeschrittenen und in der Expertenausbildung natürlich oft über dieses Thema gesprochen. Diese Ausbildung findet ja bei uns am ZFN statt, online und Online-Präsenz gemischt. Und da ist das immer wieder das Thema. Und daher kamen wir natürlich auch darauf, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, das mal intensiv und allein zu behandeln. Das heißt, du kamst da drauf und wir haben gesagt, ja klar, machen wir. Das ZFN hat eine lange Historie, was die Homöopathie angeht. Wir haben auch vor Corona schon sehr viel Homöopathie angeboten, natürlich nur in Präsenzkursen und haben jetzt festgestellt, dass sondern seit unserer Ausbildung oder Ausbereitung der Online-Schule sich dieses Format natürlich perfekt auch gerade für die Homöopathie anbietet. Und so sind in dem letzten Jahr sehr viele Kurse dazugekommen, gerade im Homöopathiebereich, eine große Ausbildung der Homöopathie ist gerade jetzt im Juni gestartet. Aber wenn Sie daran Interesse haben, da kann man auch noch mitmachen. Das ist eine ganz tolle Ausbildung. Das erste Modul haben wir gerade fertig. Aber dafür sind wir ja nicht hier, sondern wir sind jetzt hier für den Boga. Gut, dann starten wir doch mal. Ich bin heute wieder ein bisschen da, um zu moderieren. Das heißt, die Folien weiter zu tippen. Das wird meine Aufgabe sein. Und Christian vielleicht ein paar Fragen zu stellen und den Chat im Auge zu behalten. Gut, ich mache mich jetzt mal zum Präsentator, damit ich jetzt natürlich auch deine Folien weiter tippen kann heute, also meine Funktion erfüllen werde. Die technische Einführung haben wir jetzt mal eben im ganz Schnellen schon gemacht. Dann stellt sich der Christian vor wir brauchen eine Stunde heute. Über die Gliederung brauchen wir jetzt gar nicht so viel zu sprechen. Das haben wir auch schon erledigt, also ging alles ganz schnell. Also. Ich muss mich gar nicht weiter vorstellen, denke ich, nur vielleicht noch mal ganz kurz. Habe ich das schon gemacht? Nein, Julia Groß, mein Name. Ich leite den Fachbereich der Naturheilkunde hier im ZFN und somit eben auch den Fachbereich der Homöopathie. Also der ist mit in die Naturheilkunde integriert. Und für mich ist das immer ganz spannend, da ich tatsächlich keine Homöopathin bin, sondern eher aus der TCM-Richtung komme, mich immer mehr in dieses Thema reinzufuchsen und eben auch so neue Sachen wie heute hier lerne. Und daher bin ich ganz gespannt, was uns jetzt der Christian erzählen wird. Aber erstmal, Christian, ein bisschen zu dir. Kurz zu mir. Also Christian Heimeler hat ja Julia schon gesagt, ich arbeite seit 1996 als Heilpraktiker in eigener Praxis in München. Ausbildung steht ja da seit 1993 mit Boga gleich vorweg. Also Boga im weitesten Sinne habe ich aber schon früher Kontakt gehabt, ungefähr seit 1991. Da allerdings dann in der Form erstmal von Sankarans Pocket Repertory. Damals gab es das alles nur in Englisch aus Indien und eben den General Analysis dann in Englisch, Synoptic Key. Also schon vor eigentlich der Heilpraktiker-Ausbildung, wobei ich da natürlich vor allem rumgestöpselt habe. Aber ziemlich lang begleitet mich das schon. Dann hier am ZFN unterrichte ich die verschiedenen Kurse, das haben wir ja schon zum Teil gehört, diese Naturheilkunde, Grundausbildung, fortgeschrittene Ausbildung, diese Semester, dann Akupunktur, Master Tung, das ist auch so eine Besonderheit, so wie Boga innerhalb der Homöopathie,
ist Master Tung auch in der Akupunktur eine Besonderheit, eine besondere Art der Akupunktur. Dann Schüsslersalze, gut, Lehrpraxis findet gerade nicht statt wegen Corona. So, und dann Rezepturenabende. Also Homöopathie war immer meine Leidenschaft, neben der Akupunktur eigentlich. Akupunktur war überhaupt das allererste, mit dem ich Kontakt hatte, die TCM. Es ist sozusagen ein lebenslanges Ringen und ein lebenslanger Kampf mit dem Thema. Ich habe mich durch viele Facetten durchgebohrt und hatte dann am Ende auch immer das Bedürfnis, naja, dass ich diese ganzen Fehler und die Wirrnisse und die Frustrationen ersparen will. Also ich hoffe, das ist für einen Infoabend okay. Ich hatte zum Beispiel meine Freundin, die ist auch Heilpraktikerin gewesen, und die hat mir irgendwann verboten, mehr als dreimal am Tag von Homöopathie zu reden. Dabei wollte ich ihr nur all die Fehler und Schwierigkeiten ersparen, indem ich ihr sage, mach so, mach so, mach so. Naja, jetzt hoffe ich, dass ich ein Forum dafür habe, welches begierig auf Infos ist. Soweit, oder? Also das ist super. Also ich kann ja deine Freundin schon verstehen, dass sie gesagt hat, darauf hat sie keinen Bock. Ja, ja. Und also in Griechenland, Daniel, im Urlaub sage ich, oh, schau mal, der Stern, der Himmel, was für schöne Globulis da oben. Okay, ich glaube, du solltest wirklich deine Hobbys überdenken. So, weiter geht's. Weiter und ernst. Weiter und ernst. Also jetzt darf ich weitermachen und über die harten Fakten sprechen. Das heißt, wir starten. Am 23.09. geht's los. Es sind 6 Abende. Ich hatte zuerst gedacht, naja, Boga kann man bestimmt in 4 Abenden unterbringen. Aber der Christian hat gleich gesagt, nee, das ist ein so umfassendes Thema. Da brauchen wir 6 Abende. Also starten wir mit 6 Abenden. Und wer weiß, ob es danach vielleicht sogar noch einen Aufbaukurs gibt. Aber ich denke, damit können wir jetzt erstmal, glaube ich, eine Menge abdecken. Wir fangen immer donnerstags an, 18 bis 20 Uhr. Viele von Ihnen, die jetzt auch in der NAT-Ausbildung waren oder noch sind, ist das ja ein ganz gewohntes Datum. Das heißt, da könnte man donnerstags einfach gut weitermachen. Am 28.10. ist unser letzter Abend. Bis dahin sind wir dann fertig, pünktlich zur nächsten startenden NAT-Ausbildung. Und die Kosten sind 280 Euro, wenn Sie kein Schüler sind. Wenn Sie Schüler sind, 250 Euro für den Kurs. Wenn Sie jetzt Fragen haben, ob Sie Schüler sind oder nicht, rufen Sie mich einfach an. Das klären wir ganz, ganz schnell. Wenn Sie eine NAT-Ausbildung, eine TEN-Ausbildung oder Ähnliches gemacht haben, sind Sie es auf jeden Fall. Die Verfügbarkeit der Aufzeichnungen sind 6 Monate. Das heißt, Sie haben nach dem 28.10. weitere 6 Monate die Möglichkeit, auf die Aufzeichnung zuzugreifen, was somit beinhaltet, dass jeder Abend aufgezeichnet wird und Ihnen dann zur Verfügung steht. Was mit Sicherheit immer noch eine sehr gute Sache ist, um sich das nochmal anzuhören, wenn man sich nicht mehr so ganz sicher ist, ob man das alles mitgekriegt hat. Zum Seminar erhalten Sie natürlich ein ausführliches Skript. Das steht zum Download für Sie bereit in unserem Portal. So wie Sie jetzt eben auch zu unserem Infoabend gekommen sind, kommen Sie dann natürlich auch wieder in die Webinare rein. Und da sehen Sie dann einen gesamten Kurs. Und in diesem Kurs enthalten sind die Aufzeichnungen, die ganzen Skripte, die ganzen Unterlagen und die Zugänge zu dem Webinar. Also alles kompakt in einem. Genau, hier sind nochmal die einzelnen Termine aufgeführt. Wir können Ihnen aber auch einfach die Präsentation von diesem Abend zuschicken, dann haben Sie das auch alles nochmal auf einen Blick. Ich glaube, der Nepomuk hört auch zu. Das machen wir bestimmt gleich nebenbei. Er kann das dann mal so schön formatieren, dass das dann auch gut aussieht zum Verschicken. So, also, naja, als Grundausbildung würde ich das jetzt nicht bezeichnen, sondern als Kurs. Es ist ja eine 6-teilige Abendreihe. Und ich finde, Christian, jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen, warum wir das jetzt lernen sollten. Weil, wie du ja gesagt hast, ist es auch für Leute, die von Homöopathie noch nicht so viel Ahnung haben. Und das finde ich natürlich super. Also jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Ja. Also die wichtigste Frage natürlich, was ist der Sinn und Zweck? Was bringt mir dieses ganze Ding? Ah ja, Nepomuk hat schon geschrieben. Also wir wissen jetzt natürlich noch gar nichts über diese Repertorisationsmethode, über die Repertorien von Boga, aber eben Effekt soll es dahin führen, wie es hier steht, dass also nach diesem Kurs, und deswegen waren auch die 4 Abende einfach zu wenig, weil das Ziel soll sein, dass förmlich jeder, der nicht, der zumindest lesen kann, so etwa, und ein Buch aufschlagen kann, dass der am Ende vom Kurs innerhalb kurzer Zeit mit großer Sicherheit förmlich beliebige Fälle repertorisieren kann, soweit es denn repertorisierbar ist. Das ist erstaunlich eigentlich, weil man kennt es vielleicht aus der klassischen Homöopathie, was es für ein irrer Aufwand ist,
sich da reinzuarbeiten. Man muss natürlich sagen, es fehlen hier die ganzen Hintergründe. Wir schauen uns jetzt nicht das Organon an, Paragraph 153 Symptome und so weiter, all die Sachen nicht, und wir gehen nicht die Arzneimittel durch, sondern wirklich die Technik der Repertorisation, aber dann schon auch inklusive dessen, dann kommt dann zum Beispiel bei der Repertorisation ein Pool aus 2 bis 5 Mitteln raus, und da müssen wir schon unterscheiden, das machen wir nicht mit dem Repertorium, dann liest man nach und vergleicht, und wo man dann nachliest und wie man das macht, auch das müssen wir natürlich üben. Es ist sozusagen das Maximum der Effizienz und Abkürzung, was wir hier vor uns haben mit dem Boerschen Repertorium, General Analysis, und genau das ist der Sinn und Zweck. Mit relativ wenig Aufwand in der Ausbildung, also 6 Abende ist für jetzt repertorisieren können, wirklich nicht viel. Und mit einem wirklich kleinen Büchlein, ich zeig's mal. Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich habe immer diese Riesenschinken von der Homöopathie-Ausbildung vor meiner Nase. Ich habe jetzt gar nicht mal einen Riesenschinken, weil ich wollte mir keinen Bruch heben. Hier die Studienausgabe Band 1 vom, hier, was haben wir denn, Repertorium Universal. Ich habe so einige, ne? Kleindruck, so Bibelpapierseiten und winzige Zeilen und Schrift. So schaut das aus. Nimm ich jetzt mal ein Kilo. Und so schaut das andere aus. Also es sind 341 Rubriken, mehr ist es nicht, mit dem Durchschnitt 15 Mitteln drin. Also das ist biergartengängig. Man kann sein Handy nehmen, in den Biergarten gehen und dann Telefonsprechstunde machen, ohne sich einen Bruch zu heben. Nein, es ist wirklich klein, und die Kleinheit ist berechtigt. Die Fülle der aus dem Kentschen Repertorium hervorgebrachten Repertorien, mit denen halt normalerweise gearbeitet wird, die suggeriert Vollständigkeit, was aber ein Irrtum ist, leider. Ich will das jetzt nicht an Beispielen endlos auswalzen, das tut ja hier nichts zur Sache. Es ist jedenfalls ein schwieriges und ein unsicheres Repertorium, dieses Kentschen-Repertorium und alle Nachfolger, alle. Wirklich schwierig. Darf ich dazu gleich mal eine Frage stellen? Weil, wenn ich jetzt dieses dicke Buch habe, mit diesen unzähligen Mitteln drin, und dann habe ich dieses kleine Büchlein, fehlen mir dann nicht eine Riesensammlung an Mitteln, die ich, oder sind das die gleichen Mittel, nur nicht so viel beschrieben? Nee. Es sind hier nur so circa 300 Mittel drin. Mhm. Das sind viel weniger als in den neumonischen großen Repertorien. Da sind es unendlich viele, also ganz viele, viele, viele. Allerdings, wenn man sich anschaut, wie die dann jeweils geprüft werden und wie zuverlässig es ist, der Pool der zuverlässigen Symptome ist der alte Pool. Die haben damals heroische Prüfungen durchgeführt. Hering, der hatte zeitlebens, der hat Lachesis geprüft, eine Lähmung so ungefähr des linken Armes, konnte nie mehr enge Sachen um den Hals tragen. Also sie sind sehr weit gegangen bei den Prüfungen, und dementsprechend zuverlässig war es auch. Man muss die Mittel nicht unbedingt vermissen, die nicht drin stehen. Es ist ein Pool, und jetzt zitiere ich aus einer anderen Ecke, nämlich aus der Bönninghausenschen Methodik. Das war förmlich auch der, von dem Boger gelernt hat, also es übernommen hat und weitergeführt hat. Und es gibt einen Schweizer Homöopathen, den Herrn Heiner Frey, und der arbeitet mit dem therapeutischen Taschenbuch, welches sowohl Kent auch in der Praxis verwendet hat, als auch Boger. Und da sind 120, 130 Mittel drin, mehr sind es nicht, so die alten großen Klassiker. Und dieser Heiner Frey macht Studien und macht es relativ ordentlich und wissenschaftlich. Und es ist dann, werden Vergleiche durchgeführt mit den verschiedenen Arten des Repertorisierens, klassisch nach Kent oder nach Hahnemann oder nach Hering oder nach Bönninghausen und so weiter. Und dann geschaut, wie der Unterschied ist. Und offensichtlich wird die Trefferquote größer, also am besten mit dem therapeutischen Taschenbuch, wo nur 120, 130 Mittel drin sind, während mit dem Kentschen Repertorium, das schneidet am allerschlechtesten ab, obwohl so viele Mittel drin sind. Es ist nicht die Fülle der Mittel. Es ist die Klarheit des Hierarchierens, des Erkennens, des Krankheitsfalls, des Hierarchierens und des Übertragens eben in die Symptome. Es geht um die charakteristischen Eckdaten des Falls. Und ja, das soll ja jetzt kein Seminar werden, aber ich versuche es abzukürzen. Arzneimittel werden geprüft, und dann gibt es Arzneimittelbilder, und da sind da allerhand Symptome. Das ist erstmal ein Wirrwarr. Die muss man erstmal begreifen. Und schon bei Bönninghausen, da fing es an, er hat gesucht nach dem roten Faden, der sich durchzieht. Die charakteristischen Eckpunkte. Also dass ein Symptom wie stechende Schmerzen nicht einfach irgendwo am Ohr nur ist und das 10.000 Mal auftritt, sondern da muss sich Stechen dann wiederholen. Am Auge, am Kopf, an der Hüfte, im stechenden Blick. Also überall stechen, stechen, stechen. Wenn es so ist, dass ein Symptom in verschiedenen Körperbereichen immer wiederkehrt oder auch dann umgekehrt beim Kranken zum Beispiel,
in der Biografie, also im zeitlichen Verlauf, auch immer wiederkehrt. Also diese Wiederholung in unterschiedlichen Bereichen zu unterschiedlichen Zeiten, das bestätigt, dass es ein zentrales, ein charakteristisches Symptom ist. Da gibt es noch viel mehr Kriterium und diese Symptome muss man rausfiltern. Das gibt dann eine Art Zentrum des Mittels und dieses wird dann eben sozusagen abgebildet in diesem kleinen Ding. Die Mittel, die hier aufgeführt werden, das sind wirklich die WIPs, die wirklich diese Symptome, um die es hier geht, die dann als Rubriken drinstehen, höchst charakteristisch abbilden. Und wenn wir mit diesem Blick auf die Patienten schauen und wirklich nicht jetzt jedes Futzelsymptom und jede Befindlichkeitsäußerung in unsere Repertorisationsprogramme reinhacken, sondern eben es anschauen und erstmal nachdenken. Die roten Fäden suchen und versuchen sie zu bestätigen und dann erst nachschauen. Dann können wir eben dominantes charakteristisches Symptom des Patienten zu dominanten Symptomen hier drin zusammenführen und es führt mit großer Sicherheit zum passenden Mittel. Und dass da nicht zu viele Mittel drin sind, macht nichts, denn die Mittel, dieser Pool, also 120 würde reichen, wie Hanna Frey zeigt, und diese 300 reichen locker, um die grundmenschlichen Themen sozusagen abzudecken und mit denen kommen die Leute. Also aus der Erfahrung heraus reichen 60 Mittel in der Regel, 40 bis 60 Mittel für fast alles. Je mehr Erfahrung man hat, umso weniger braucht man die Akutmittel, sondern eben die chronischen Dicken, die sogenannten Polygreste, die förmlich alles können. Und in diesem Rahmen der Abkürzung, so ungefähr, liegt auch dieses Buch. Das heißt, wenn ich jetzt von WIP-Mitteln ausgehe, ich habe ja immer so zwei WIP-Mittel zu Hause. Ich habe einmal Arnica C30, wenn meine Kinder sich verletzen, und Nux Vomica, wenn ich zu viel getrunken habe. Das sind immer die zwei Mittel, die ich immer verwende. Mehr habe ich gar nicht. Das heißt, solche super Klassiker finde ich dann wahrscheinlich auch da drin, oder? Ja, ja. Genau. Also die sind drin und nicht irgendwie... Aconit und Belladonna und Sulfur, die großen, bewährten, bekannten, die sind alle drin. Ach, und sowas gut. Wie das Rus Radicans kommt da gar nicht vor. Also Rus Toxicodendron kennt jeder. Ja, wenn man jetzt in homöopathische Fachzeitschriften reinschaut, da wird dann ein Fall von Hüftgelenksarthrose vorgestellt, dann wird aufwendig repertorisiert mit ganz vielen Symptomen. Das geht für mich auch nur noch mit dem Computer. Und am Ende dann kommt dann Rus Radicans raus. Na, hervorragend. Passt auch, funktioniert auch. Aber ich bin sicher, es hätte auch mit einem anderen Mittel gepasst, also zum Beispiel Rus Toxicodendron. Und wahrscheinlich wäre es sogar noch besser geworden letztendlich, wenn es eine Kombination geworden wäre, Rus Toxicodendron als erstes Mittel und dann sozusagen ergänzt mit einem unspezifischen, eins von diesen großen WIPs, nämlich Sulfur zum Beispiel. Hast du denn da in diesem Büchlein auch drin, welche Potenz man denn gibt? Weil das ist ja auch immer, da geht's, das ist dann völlig wurscht, oder wie? Das ist erstmal wurscht. Also ich habe bestimmt, also die ersten 15 Jahre, also seit 1996 dann in der Praxis, nur C30 gegeben. Und es hatte auch tadellos funktioniert. Alles kein Problem. Der große Jahr, also einer, da gab es diese Trias, erst der Hahnemann und zwei große Schüler, seine Bönninghausen, von dem er gesagt hat, na, wenn ich einmal krank bin, der Hahnemann, dann möchte ich von dem behandelt werden. Das war so sein Musterschüler, aber er war kein Arzt. Der andere war der Arzt, der Jahr, und der war ein großer Denker auch, der hat tolle Schriften verfasst. Das wäre ja auch ein Thema eigentlich, weil der ist sowas von untergegangen in der heutigen Homöopathie. Dabei ist er einer der ganz, ganz guten, ganz großen. Es ist die eigentlich genuine Homöopathie, die grundlegende, ist die eigentliche klassische, aber das ist jetzt nicht heute Thema. Das machen wir im nächsten Kurs dann. Und der hat auch zeitlebens die C30 gegeben. Und er hatte jahrzehntelang eine gut gehende Praxis und wirklich nicht so wie heute, so ein bisschen eben Befindlichkeitsstörung, ein bisschen Blähung, ein bisschen Hyperhidrosis, sondern wirklich harte Fälle. Okay. Also ein kleiner Pool von Mitteln in irgendeiner Standardpotenz. Bönninghausen hat mit der C200 durchgängig gearbeitet, weil ich ein Bönninghausen-Fan bin, gebe ich auch das meiste in C200. Es ist für mich nicht so wichtig. Wenn wir nach General Analysis Methode sozusagen vorgehen, dann bietet sich wirklich vor allem C30 an oder eben auch C200. Das sind so die idealen Potenzen, weil je nachdem, wie man die Mittel auswählt, wirken sie ein bisschen anders und C30, C200. Man könnte sich all die Dinger in C30 oder C200 zulegen. Man könnte ein bisschen unterscheiden, die akuten Mittel, da muss es schneller gehen, dann vielleicht da die C200, ausnahmsweise vielleicht manchmal C1000. Aber im Grunde reicht alles C30 oder C200. Super. Alles ganz gut. Ja. Und das finde ich also schon mal wieder sehr sympathisch. Eine Homöopathietasche mit 180 Mitteln drin, in genau dem Format wie eben das therapeutische Taschenbuch und eben hier
Synoptikie und dann schleppe ich die immer rum zusammen und da habe ich alles, was ich brauche. Das siehst du, also dann wissen wir ja, dass wir dich im Biergarten finden und da. Ja, genau. Nach Atmen habe ich wirklich gemacht. Soll ich mal weitermachen? Ja, bitte. Warte mal, kannst du überlegen, das Ziel? Ja, also Ziel ist wirklich, dieses Werkzeug zu beherrschen. Es ist natürlich ein bisschen eine Anmaßung, wenn man sich anschaut im Vergleich die Kurse über klassische Homöopathie und so weiter. Also nicht Organ, nicht die Grundlagen, nicht die Arzneimittel anschauen und. Es ist ein bisschen eine Leerstelle. Also es wäre schön, wenn man sich da noch ein bisschen nachher drum kümmert. Die Mittel natürlich lernt man spätestens kennen by doing. Also wenn man dann repertorisiert und nachschaut, ist es das Mittel, passt das und es nachliest, spätestens dann mit der Motivation im Nacken, der Patient, der braucht jetzt ein Mittel und ich muss das entscheiden, dann lernt man es ja ganz schnell, ganz sicher. Ja. Also ich finde, also ich habe es ja schon immer gewollt, diesen Kurs von Anfang an, 2004, aber da hieß es, nein, das kann man nicht machen. Bei Homöopathen, wenn man da auch nur einmal einen Tee erwähnt, dann steinigen die einen sofort. Inzwischen ist es ein bisschen anders, ist offener. Auch du findest es ja gut, dass man etwas Abseitigeres macht, jenseits des Mainstream. Wobei ich meine, das sollte der Mainstream sein. Damit sollte man anfangen. Eigentlich, aber mich fragt ja keiner. Wieso? Ich habe dich gefragt, warum sitzt du jetzt hier? Da draußen. Ach so, da draußen. Das ist wie Baunschattieren. Ich finde, das sollten die Kinder im Kindergarten schon lernen. So als Volksprophylaxe. Super Idee. Soll ich wieder meinen Baunscheid-Kopf hier in die Kamera halten, so wie neulich? Also, was wollte ich jetzt da eigentlich sagen? Wir sind bei den Inhalten. Also dieses Werkzeug zu beherrschen, ist das Ziel. Sicher, schnell und dann eben auch in vielen unterschiedlichen Konstellationen die Mittel zu finden. Und das in der kurzen Zeit. Ach ja, und ich habe schon immer gesagt, ich glaube, dass diese Technik geeignet ist, dass man Unbedarften, die also wirklich noch von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, in sehr kurzer Zeit es beibringen kann. Also der Meinung bin ich noch immer und genau deswegen der Kurs. Es ist genauso wertvoll für Könner, wenn sie es nicht eh schon können, aber es gibt eigentlich nur einen kleinen Pool von Leuten, die nach dieser Methode arbeiten. Das ist sehr überschaubar. Von daher finde ich, ist es längst fällig, dass sowas hier gemacht wird. Das heißt, wenn ich jetzt eine Praxis habe und bin eigentlich nicht auf Homöopathie spezialisiert, sondern mache irgendwas anderes und es kommen ja immer wieder Leute und sagen, oh, haben Sie nicht ein paar homöopathische Kügelchen für mich? So kenne ich das. Dann kann man wirklich mit der Methode das sehr schnell rausfinden, oder? Ja. Weil mich wird das ja total unter Druck setzen, weil ich kann es ja dann nicht. Ich habe ja keine Homöopathie-Ausbildung und würde halt von meinem, ja hier, Annika, hilft immer, ausgehen. Und insofern ist das ja wirklich eine sehr praktische Sache für Nicht-Homöopathen, das in die Praxis zu integrieren. Ja. Und nicht nur als Werkzeug in der Praxis für die Behandlung, sondern sogar als Diagnostikum. Man kann sogar repertorisieren, wenn man nicht durchblickt im Fall, und sich den Pool von Mitteln mal angucken. Weil jedes homöopathische Mittel hat sozusagen seine Gründe, aus denen die Krankheiten entstehen. Mhm. Und wenn man dann in einem Fall, wo man einfach nicht durchblickt, was ist es jetzt, ist das nervlich bedingt oder ist das irgendwie was ganz anderes, repertorisieren, sich diese Gruppe von Mitteln ankommen, die in Frage kommen und den gemeinsamen Nenner suchen und dann hat man eine Antwort, wo kommt's her? Also auch als Diagnostikum. Kann man das eigentlich auch für sich selber machen? Also wenn oder ist das schwierig? Nee. Das ist das Gute. Es werden keine unscharfen und schwierig bestimmbaren Symptome gebraucht, sondern prügelhart. Wo ist es? Was verschlimmert? Was verbessert? Und jetzt nicht irgendwie ein Stück weit fühlt sich an wie Brennen. Nee, es muss dominant sein. Brennen muss der Magen. Brennen muss der Hautausschlag. Brennen muss der Gaumen bei Nussgenuss. Brennen, brennen, brennen. Wenn es überall vorkommt, dann ist gut. Und wenn nicht, weglassen. Und es gibt ganz strenge hier, also man kann einen Algorithmus schreiben, wie man vorgeht. Deswegen knackige Symptome, nicht so, ja, irgendwie ein Stück weit fühle ich mich unter Spannung, wenn ich nachmittags um 3 mit der linken Hand die Teetasse hochhebe. Damit kann man nichts anfangen. Also gut, damit kann man schon was anfangen, aber das ist unsicher. Mhm. Hier geht es um was ganz Pragmatisches, Effizientes, Knackiges. Und deswegen kann man diese Methode für sich selbst anwenden. Man kann sich seine Mittel repertorisieren. Also ich mache es mit dem. Mhm, super, weil ich teste sowas immer gerne bei mir aus. Ja, und besser erst repertorisieren und dann kannst du nachher immer noch testen, ob es stimmt. Lieber so, den rationalen Weg zuerst und dann. Das stimmt.
Bisher läuft es noch andersrum, aber nach dem Kurs kann ich das auch. Genau. Ich habe hier kurz zwei Fragen von der Barbara. Kannst du bitte den Verlag und die ISBN-Nummer des bulgarischen Repertoriums nennen? Genau. Also da hat man noch gar nicht drüber gesprochen. Also es müsste ja vielleicht noch eine Buchempfehlung kommen für die Teilnehmer des Kurses, und zwar vorher, dass sie sich um die Bücher kümmern können. Ja. Und da würde ich halt sagen, was sehr nützlich wäre und was dann eine gute Ergänzung wäre. Und dann gestaffelt, je nachdem, wie viel preislich man sich da reinhängen will. Dieses hier, das ist natürlich das Repertorium. In der Form ist es natürlich sehr praktisch, sehr handlich, sehr schön. Kostet 19 Euro. Im Skript ist es allerdings auch mit drin. Nur das ist dann halt so große Blätter, unhandlich zerfleddert und so weiter. Also es wäre schon auch im Skript mit drin. Also braucht man überhaupt Literatur dazu? Also soll man sich die kaufen oder reicht das auch, wenn ich mir die danach kaufe? Weil ich möchte erst mal gucken, ob das überhaupt für mich sinnvoll ist. Im Kurs würde es reichen, dieses Skript, wobei dann, es wird nicht der Hauptteil sein, aber gegen Ende zu, wenn wir dann die Methoden kennen, die verschiedenen Arten der Repertorisation, wenn wir die beherrschen, also zielgerichtet repertorisieren können, dann geht es einen Schritt weiter, nämlich und wie differenzieren wir die dann durch die Repertorisation in Frage kommenden Mittel anhand der Materie Medica. Da muss man es nachlesen. Und zwar dann diese speziellen Symptome, die lesen wir durch und wollen sie wiederfinden, die wir nicht zur Repertorisation genommen haben. Und dafür ist natürlich nützlich, wenn man irgendetwas hat, wo man dieses nachlesen kann. Also eine Materie Medica, die ist nicht dabei im Skript. Weil Weißt du, ob sowas vielleicht auch schon als App gibt? Ja, die gibt es als App. Es gibt eine Webseite, allerdings in Englisch. Wenn man eingibt Baltimore und Boga, da gibt es eine Webseite, da kann man dann die Symptome anklicken und unten auf Repertorize, also Repertorisieren klicken und dann kommt das Ergebnis. Aha. Es gibt ein super Programm, optional erweiterbar, auch mit den anderen Werken von Boga und Ja und so weiter und so weiter. Bettinghausen, nämlich JRAP, also JRAP, was in Java geschrieben ist, programmiert ist und Rap von Repertorisieren. Also JRAP ist, finde ich, das Beste in der Richtung. Ich will jetzt nicht unbedingt Werbung machen, aber ich finde es gut. Ich finde das wichtig einfach, weil dass man muss ja wissen, ob du das nutzen kannst oder nicht. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert, so online, ob ich dann, weil ich habe es hier auf dem Computer zum Beispiel, also kann man ja dann schnell repertorisieren und das Ergebnis dann gleich zeigen. Vielleicht geht's was, Bildschirm freigeben oder sowas. Ja, das geht. Das können wir dann alles machen. Das ist ganz gut. Okay. Auf jeden Fall, jetzt war gefragt, Verlag und ISBN. Es war früher von der Lied Verlag, heute das ist übernommen vom Albrecht Verlag. Ich schreibe es einfach vielleicht mal rein, gell? Ja, schreib du mal rein. Weil hier gibt es schon beim Narayana Verlag, schreibt Kerstin, gibt es das noch? Oder eBay Kleinanzeigen. Habe bei Amazon und so geguckt, Narayana ist gut. Früh geklickt. Albrecht. N-I-S. Also Albrecht Verlag, der hat die ganzen Dinger. ISBN ist 978. Aber das findet man auf der Webseite von dem Albrecht Verlag. Da sind sie drauf. Also bevor ich mich hier den Wolf tippe, oder? 98. Du kannst es mir auch vorlesen und ich tippe. Sollen wir das machen? Vielleicht du liest es mir. Nee, kann man nicht. Du liest es mir vor und ich tippe rein. Also. Oder kannst du es nicht lesen, weil die. Also, 978. Naja, ich habe es jetzt gleich. Also, oder du tippst, okay? Ich tippe. 978. 978, Bindestrich 3, Bindestrich 981. Aha. 502. Was? 5? 5028. Bindestrich 4, Bindestrich 8. Okay, super. Hier ist die ISBN-Nummer. Gut. Nee, also direkt mal aufschlagen, einfach diese Albrecht-Verlagsseite. Da ist das Verlagsprogramm und da ist halt, also ganz kurz stelle ich sie gleich vor, da gibt es dieses Kleine, das ist das, mit dem wir arbeiten. Das ist das letzte Werk. Der Boga hat eigentlich mit einem anderen angefangen, dann kam noch ein anderes und dann kam am Schluss dieses, also 1924, 25 so etwa hat das geschrieben, 1935 ist er gestorben. Es gab 7 Auflagen von dem, der hat lebenslang weitergearbeitet, ist die Essenz und das Ergebnis seines wirklich erfolgreichen und wirklich wissensreichen Homöopathenlebens. Dieses hier. Und dann gibt's eben den Synoptic Key, das ist schon bedeutend dicker. Man muss aber fairerweise sagen, da sind auch 300 Arzneimittel beschrieben. Es ist Repertorium, allerdings nur so circa 100 Seiten Repertorium. Und der Rest ist Materia Medica, da hat man es in einem. Es ist wie,
also des General Analysis, der Auszug der allgemeinen Rubriken aus diesem hier. Das gibt es auch bei dem Verlag halt. Und dann beim Naranaya oder wie der heißt Verlag, war das erste Werk 1905, hat er es geschrieben hier, nämlich er war ja ein Bönninghausen-Fan, er hat deutsche Wurzel, der Boger, er konnte Deutsch lesen, die ganzen Quellen. Also von Maxwell Boger, Bönninghausen Charakteristika und Repertorium. Zum Glück jetzt in Deutsch, auch wieder quellenorientiert zurück übersetzt ins Deutsche. Ja, das ist jetzt wieder so ein dicker Schinken, der steht dem bald nicht nach hier. Nee, es ist auch nach dem Kentschen Prinzip aufgebaut, also Geist, Kopf und so weiter bis zu den Füßen runter. Normalerweise würde man mit dem ersten anfangen. Ich finde es in dem Fall besser, mit dem letzten anzufangen. Wenn man lernt, mit diesem umzugehen, dann kommt man nämlich zum Beispiel auch mit dem zurecht oder mit den anderen Werken. Ich finde den Weg besser, weil es ist das Zentrum. Hier mit strengen Repertorisieren lernen macht also einen fähig und stellt einen in der Strenge der Wahl der Symptome und Rubriken. Und dann kann man in die breite ausgelegten Repertorium reingehen und es tut einem nicht mehr weh und es verwirrt einen nicht. Also ich finde es gut, mit dem Kleinen anzufangen. Ganz prügelhart und streng. Jetzt muss ich mal nochmal hochfahren. Da waren noch mehr Fragen. Ja, ich hab schon mitgelesen. Die Petra fragt gerade noch, ob, weil dann komme ich zu der Abrechnungsgeschichte. Ich habe das Synoptiki. Ja. Mit dem, also wenn man jetzt so parallel repertorisieren will, also erstmal diese genauen Rubriken, die hier drin stehen, die sind ja genauso dann auch im Skript. Wenn man Synoptiki hat, dann kann man das als Buch hernehmen und es sind auch diese Rubriken drin. Es sind leichte Abwandlungen der Arzneimittel in denselben Rubriken. Warum ist dann halt Teil des Kurses auch, warum da Unterschiede sind. Aber im Grunde kann man nach dem Synoptiki auch repertorisieren, sozusagen parallel zu den anderen, die dann das General Analysis verwenden. Also wenn du es schon hast, kein Problem, dann nimmst du das. Und da hast du nämlich gleich die Materie Medica zum Gegenvergleichen. Alles in einem Buch. Bist du jetzt mit den Buchempfehlungen oder kommt noch was zum Thema Bücher? Ich wollte eigentlich nur vielleicht noch zeigen, es gibt hier noch ein zweites, also das ist ja nicht Inhalt, aber Synoptiki, es gibt noch von dem Verlag, oh Gott, was ist denn das? Similium Verlag, glaube ich, ein Synoptiki, also es gibt zwei Versionen. Und dann gibt es noch, aber es ist ja alles ein Inhalt, wollte ich nur zeigen hier, mit den Dingern, da habe ich dann halt früher gearbeitet, die indischen Ausgaben, also klein, die passen genau in eine Kitteltasche rein. Da ist halt eben Repertorium und Materia Medica. Und es ist wahnsinnig leicht, weil so ein billiges Papier. Und es gibt eine neue Generation von Ärzten, nämlich, da wächst uns eine Konkurrenz ran, Ärzte, und die sind da nicht so verbohrte Dogmatiker und Kentsche Homöopathen, sondern die kennen Patak, die kennen Boga, die kennen diese ganzen Methoden, die sind erfahren in der Klinik, also es gibt einen tollen Artikel mit Boga und Patak in der geriatrischen Akutklinik, wo einer wirklich haarsträubende Fälle mit Hilfe dieses da oder eben dieses oder Patak löst und es parallel behandelt. Also da sieht man, wie effizient es ist und wie tragfähig es ist und sogar in geriatrischen Fällen mit Korsakow-Syndrom, multimorbide Patienten und neben den schulmedizinischen Mitteln trotzdem wirkt es. Also ein hocheffizientes Werkzeug und dass die uns nicht rechts überholen, sollten wir uns die Dinger auch anschauen. Das würde ich auch denken. Sonst schauen wir nämlich blöd aus der Wäsche. Gott sei Dank sind wir jetzt dabei. Ja. Okay, gut, dann haken wir das Thema Bücher kurz ab, dann geht es jetzt hier um die Abrechnung. Die Anja fragt, wie man das abrechnen kann als HP ohne homöopathische Ausbildung. Die homöopathische Ausbildung ist überhaupt keine Voraussetzung für die Abrechnung. Ich sage es mal ganz plakativ, ich habe so ein Newsletter von den Ärzten und da wurde irgendwann vorgeschlagen, ach, rechnen Sie doch öfter mal diese Ziffer jetzt analog zu unserer Ziffer 2 ab, denn da steht ja nicht drin, dass man die Mittel auch abgibt, sondern nur, dass man repertorisiert hat. Was heißt repertorisieren? Das heißt, darüber nachdenken, welches Mittel für den Patienten passt. Und wenn wir in der Abrechnung dann sogar noch homöopathisch raustilgen und nur Repertorisation dasteht, dann können wir unsere Ziffer 2 sogar reinschreiben in die Rechnung, wenn wir nur überlegen, welches Schüsselsalz, welcher Tee passt für den Patienten. Völlig legitim, ohne dass es irgendein Versicherungsbetrug wäre. Also, und dann halt, wenn wir sogar richtig repertorisieren und sogar Mittel abgeben, ja dann gleich 10-mal mehr ist es zu Recht drin. Ganz normal Ziffer 2. Es hat dieselben Probleme wie die Ziffer 1 ein bisschen, dass man es halt nicht so jetzt 10.000 Mal im Monat abrechnen kann.
Aber einfach reinschreiben in die Rechnung. Es kann nur nicht eben Ziffer 4 und 5 gleichzeitig abgerechnet werden. Aber dann schreibt man halt die Ziffer 4 oder eben alternativ die Ziffer 2 auf den nächsten Tag. Dass man entweder, das machen viele Homöopathen, erst am nächsten Tag repertorisiert. Da muss auch der Patient nicht anwesend sein. Das ist dann völlig legitim. Dann ist es nicht am selben Tag und ist erstattungsfähig. Alles kein Problem. Okay, vielen Dank. Und es gibt auch eine Handvoll Krankenkassen, die erstatten Repertorisationen mit dem neuen Gebührenordnungsverzeichnis für Heilpraktiker, das 2002er, a 30 Minuten, was dann sehr praktisch ist. Okay, also, danke. Das heißt, dann gehen wir jetzt nochmal zu den Inhalten. Möchtest du dazu noch genauer etwas sagen? Zu der Folie, die jetzt hier... Ah ja, okay. Dann die Inhalt des Kurses, ja. Natürlich müssen wir uns anschauen, wie ist das Ding gebaut, das Repertorium. Da hilft nichts, wir müssen uns ein bisschen die Historie anschauen. Und zwar, in welchen Strömungen entsteht das Ganze. Es sind halt die Traditionen von eben Hahnemann und Jahr und Bönninghausen. Also nicht, dass wir da extrem einsteigen, nur dass wir begreifen, wie das Ganze angefangen hat und welches Prinzip da entstanden ist. Und dieses hat der Boger aufgegriffen und weitergetragen. Wir müssen uns ein bisschen anschauen, eben diese drei großen burgerschen Repertorien, eben das Charakteristika und Repertorium. Das ist eigentlich eine Wiedergabe des Bönninghausenschen Werks und kommt dem Kentschen Repertorium nahe in der Konzeption. Dann eben Synoptikie und General Analysis, dass wir also vergleichen, wie sind die konstruiert, wohin sind die sozusagen gedacht, also welche Art von Werkzeug ist es für was, dass wir wissen, es ist nicht egal, welches Repertorium für was nehmen. Dass wir die Unterschiede kennen und die besonderen Charakteristiken, dass wir verstehen, wo unser kleines Büchlein steht und welche Ahnenreihe zu ihm führt. Es ist sozusagen der jüngste Spross einer erfolgreichen Familie. Und diese Ahnen müssen wir uns ein bisschen anschauen. Auch die Vorahnen dann, siehe Bönninghausen, siehe Jahr, siehe Hahnemann. Das geht aber relativ fix. Dann müssen wir uns anschauen, wie ist es denn konzipiert, wie ist es überhaupt aufgebaut? Denn wenn wir das Werkzeug nicht kennen, wie sollen wir es je beherrschen? Erstmal müssen wir uns den Aufbau, die Konzeption anschauen. Dann müssen wir uns anschauen, was steht denn da eigentlich so drin? Wir müssen uns die Rubriken anschauen und die sind schon zum Teil anders als die in den normalen Repertorien. Es gibt zum Beispiel die Rubrik hier und da. Das gibt es sonst in keinem Repertorium. Hier und da, das ist ja kein Prüfungssymptom. Das ist zum Beispiel, wenn Hautausschläge auftreten, aber nicht irgendwie symmetrisch, sondern hier und da oder Schmerzen. Die wandern nicht, die springen nicht hin und her, sind nicht abwechselnd, sondern sind halt mal hier und da. Also wie sie gemeint sind, müssen wir uns die Rubriken anschauen. Erstmal, welche drinstehen, welche Kategorien, die Modalitäten, die Empfindungen, die objektiven Symptome und so weiter. Dann, wie sie gemeint sind. Denn zum Beispiel, es gibt die Rubrik Trockenheit. Das ist eine sehr wertvolle Rubrik, die im Kentschen Repertorium zu nichts nütze ist, weil sie viel zu groß ist. Man muss sie ausdünnen und wirklich, dass die Wips drinstehen. Wenn Trockenheit ein Charakteristikum ist, dann die Mittel, die beim Boger drinstehen. Und dass wir begreifen, es kommt ja aus dem Englischen das Ganze und zu einer Zeit, wo das heutige Englische vielleicht gar nicht verstanden worden wäre, in dieser abgekürzten, vereinfachten Form jedenfalls. Es gibt zu jedem Wort oder Rubriken Begrifflichkeit Konnotationen, also ein Hintergrund mit Tönen, und Dryness, also Trockenheit, bedeutet eben damals im Englischen nicht einfach nur Trockenheit, sondern man denkt auch gleichzeitig immer mit, humorlos, so ein furztrockener, humorloser Typ. Wenn also so einer kommt, so ein Excel-Beamtentyp, so furztrocken, und er hat dann noch Trockenheit, trockener Stuhl, trockene Augen, dann ist trocken ein Charakteristikum, was sich durchzieht. Wir müssen diese Konnotationen auch kennenlernen. Beim Boger, gerade General Analysis, da kann man gar nicht weit genug es verallgemeinern. Die Rubrik weiß ist nicht nur für blass oder weiße Flecken, sondern auch für Anämie, aber auch für unschuldig und so weiter. Also es ist, man muss ein bisschen es kommentieren. Die sind nicht unbedingt sofort selbst erklären, weil die Bedeutungsebene der Rubriken reicht viel weiter drüber raus, als man annehmen würde, wenn man es begrifflich fasst. Und das muss erklärt sein. Dann würde ich auf ein paar, ich glaube, Fehler hinweisen, die sich komischerweise da bis zum Schluss durchgezogen haben. Das ist aber nicht so wichtig. Also Generationen von Homöopathen arbeiten mit den Fehlern, uns geht trotzdem. Und dann müssen wir uns anschauen, nachdem wir das Werkzeug in der Konzeption kennen, wie arbeitet man damit? Und da müssen wir aber unterscheiden, es gibt verschiedene Arten von Fällen. Es gibt die Akutfälle,
hier zu viel getrunken, was macht man da? Oder eine Verletzung, was macht man da? Oder ein Sonnenstich oder Schneeblindheit oder was auch immer. Akutfälle. Akuter Infekt, akute Grippe, akut Corona, sonst irgendwas. Und dann gibt es aber die chronischen Fälle. Eben Hüftgelenksarthrose oder eben mal so Burnout-Zeug, wo man gar nicht weiß, was ist es, wo kommt es her und so weiter. Also chronische Fälle, die sind unterschiedlich zu handhaben. Die Wahl der Rubrikarten muss unterschiedlich sein in den Fällen. Dann gibt es die sogenannten einseitigen Krankheiten. Das sind die Homöopathen gerne in den Wahnsinn treiben, weil da ist nichts. Also eine Warze auf der Stirn und sonst keine auffallenden Symptome. Wie behandelt man sowas? Also da hat keine Symptome normalerweise, um sie nachzuschauen. Auch die können wir hier verarbeiten. Und dann eben, das deckt sie auch mit Lokalleiden, eben gerade eben Warze an der Stirn ist auch ein Lokalleiden. Also die sind sehr schwierig, weil sie eben nicht so schillernd, bunt, vielfältig die Symptome hervorbringen. Auch die müssen wir ja irgendwie behandeln, beherrschen mit unserem kleinen Werkzeug hier. Und vielleicht erstmal weiter. Und dann natürlich immer wieder eingestreut Beispielfälle zur Veranschaulichung und dann aber als richtiger Block 1-2 Tage auf jeden Fall Fälle. Fälle, Beispielfälle, damit sich's einschleift. Dieser Blick auf die Fälle, wie wählt man die Symptome aus? Wie hierarchisiert man? Wie übersetzt man es in die Sprache des Repertoriums? Also das viel bringt da viel. Es oft gesehen zu haben, schleift ein. Und danach ist man fit und dann Beispielfälle zum selbst sich dran üben, es zu versuchen. Da können wir dann gemeinsam uns dran reiben, so ungefähr. Und am Ende dann natürlich, und wie differenziert man jetzt die in Frage kommenden Mittel? Ich hatte es öfter schon gesagt, wir kriegen wahrscheinlich öfter mal nicht ein einziges Mittel raus, sondern einen Pool von 2, 3, 5 Mitteln und müssen die dann aber anders differenzieren. Entweder indem wir dann zu einem größeren Repertorium greifen und die Spezialsymptome nochmal explizit nachschauen oder besser, wir schauen in der Materia Medica nach und lesen uns das Mittel durch und vergleichen, ist es das, was der Patient darstellt oder ist es das oder das? Das ist der sichere Weg. Das wäre das, finde ich jetzt mal ganz, darf ich dich ganz kurz was fragen? Weil das finde ich jetzt mal ganz spannend. Das heißt, du hast beispielsweise, da kommt eine Patientin zu dir, die hat eine Warze auf der Stirn, linke Seite. Und sie hat sonst nichts. Und du meinst, dass durch das Repertorisieren du das richtige Mittel findest, um die Warze wegzubringen? Ja, hoffentlich. Also gewiss ist nichts. Ja. In dem Fall gilt halt, wir behandeln nicht die Warze, sondern den Menschen. Ja. Ja. Das heißt, erstmal gucken, wo kann das überhaupt? Nee. Also, wir schauen nicht nach Warze. Wir wollen in dem Fall wahrscheinlich eben, die Warze soll weggehen und das heißt, wir können vor allem nach allem schauen, nur nicht nach der Warze. Das ist ja genau immer anders bei der Homöopathie. Man schaut eher nicht so direkt nach dem, worum es geht, wobei sozusagen, wie es heißt, die anatomische Wirksphäre der Mittel, die da in Frage kommen, sollte sowas schon abdecken können. Und wenn wir geeignete Rubriken haben, die sozusagen umreißen, den Pool derer Mittel, die überhaupt warzengängig sind, die sowas wegkriegen, naja, dann ist das sozusagen der Pool der wahlfähigen Mittel. Dann brauchen wir aber Symptome, die jenseits der pathognomischen Symptome sind, die dann die speziellen in Frage kommenden Mittel aus diesem Pool bezeichnen. Also das heißt, du hast letztendlich so ein Fragebogen, wo du dann alles so abfragst, was zum rein theoretisch. Okay. Wobei ohne Fragebogen natürlich. Ja, gut. Ja. Und vielleicht, ich habe mir extra es ausgedruckt vom Pitya Sankaran, dem Vater vom Rajan Sankaran. Der schreibt da so nett, da gibt es diese Anekdote, der hat mal einen Kurs gemacht in den USA, der schreibt da hier Vorwort zum Pocket Repertory. Während ich am Doktorandenkurs in den USA teilnahm, wurden uns von unserem Lehrer Fälle für die Repertorisation vorgelegt. Diese Fälle mussten im Allgemeinen in der Klasse mit Hilfe des Kentschen Repertoriums ausgearbeitet werden, also ganz klassisch. Während meine Mitstudenten gewöhnlich eine Stunde Arbeit brauchten, um die Fälle mit Kent zu lösen, das ist üblich, fand ich gewöhnlich das Mittel schnell über Bogas Synoptiki, das ist gleichwertig mit General Analysis, indem ich für die Repertorisation nur die allgemeinen Symptome benutzte oder indem ich die Symptome verallgemeinerte. Und wenn ich dies geschwind zustande brachte, und das ist nämlich auch unser Ziel, das geschwind zustande bringen, konnte ich manchmal das Mittel finden, ehe der Lehrer damit fertig geworden war, den Fall an die Tafel zu schreiben. Das ist doch schön, oder? Also da macht dann Repertorisieren auch Spaß. Dieses blitzartige Repertorisieren pflegte sowohl meine Mitstudenten als auch meine Lehre zu überraschen. Und ich verstehe nicht, dass sowas Effizientes nicht bekannter ist.
Oder genauso auch hier, da schreibt er dann, also Patak war sein Lehrer, so ungefähr. Sicher aber ist, wie ich schon sagte, dass viel davon abhängt, wie gut jemand dieses Buch verstanden hat, Inhalt des Kurses, und wie gut er damit umzugehen weiß. Ich habe Fälle im Kentschen Repertorium durch viele Rubriken sorgfältig ausgearbeitet und für jeden Fall eine halbe bis eine Stunde gebraucht und musste zu meiner Überraschung feststellen, dass Dr. Patak beim Herausfinden desselben Mittels schneller war und mit Hilfe von Bogers Buch nur einige Minuten brauchte. Ich habe ja dann auch früher trainiert, da gibt's von Eichelberger, so einem Ayatollah der klassischen Homöopathie, so vier dicke Schinken, voll mit Fällen, klassisch gelöst, also erfolgreich gelöste Fälle. Und die habe ich dann durchgearbeitet, alle, mit diesem, also eigentlich damals mit dem Sankaranschen, ist ja wurscht, das kommt auf das raus. Und wenn man ein bisschen Übung hat, dann wundert man sich, der Fall und die Repertorisation wird beschrieben über viele Seiten. Und wenn man am Anfang nur die Symptome liest, dann überlegt, was nehmen wir und dann nachschaut, dann schreibt man es hin und hat nach 4, 5 Zeilen das Mittel, was der nach vielen Seiten vielleicht hat. Unglaublich. Also das soll das Ziel sein und deswegen der Inhalt, wo wir uns durchbohren, erst schauen, woher stammen diese, welcher geschichtliche Trend führt dazu, also welche Erkenntnisse und Geistesrichtungen, wie ist es konzipiert, was sehen wir dann im Einzelnen, wie müssen wir es verstehen und wie wenden wir es dann an in der Auswahl, wie also der Symptome, wie auch Auswahl der entsprechenden Rubriken und wie ist dann der praktische Vorgang des Repertorisierens für die unterschiedlichen Krankheitsarten und wie unterscheiden wir, differenzieren wir dann die in Frage kommenden Mittel, sodass wir auf einem sicheren Weg sind. Und das schnell. So soll es sein. Machen wir schnell weiter. Soll ich das machen? Ja, du hast bestimmt schon eine Idee dazu. Jetzt müsste ich erst wieder umschalten. Ja, also dieser Kurs, den wir jetzt anbieten, der bindet sich halt sehr gut in unser anderes Programm ein, was wir hier bei uns im ZFN haben. Ich habe ja vorhin schon gesagt, auch die Homöopathie, der Homöopathiebereich bei uns im ZFN hat sich sehr stark ausgeweitet. Wir hatten jetzt gerade die Homöopathie nach dem Periodensystem. Wir haben Homöopathie für Säuglinge, LM und Q-Potenzen, die große Ausbildung in Homöopathie. Das heißt, so fügt sich natürlich auch das Repertorisieren nach Boger ein, egal ob Sie jetzt schon homöopathisch gearbeitet haben oder eben nicht. Es gibt immer wieder Zusatzmöglichkeiten, wie man eben auch, sei es jetzt auch über die Firmen, die wir jetzt bei uns als Fortbildung und Veranstaltung haben, da sind ja auch einige dabei, die eben auch sehr homöopathisch arbeiten. Das schließt sich alles irgendwie als ein Kreis zusammen und natürlich das Wichtigste, wie ich finde, die große naturheilkundliche Grundausbildung, wo das immer wieder Thema ist, dass man dann auch sogar gleich Bescheid weiß, worum es geht, wenn Christian wieder darauf anspricht und anspielt. Dann kann man gleich sagen, ich weiß es, ich kann das auch ganz schnell repertorisieren. Und ja, ich denke mal, egal womit man arbeitet, es ist immer wichtig, ein Zusatzmodul in der Hand zu haben, was schnell geht, worin man sicher sein kann. Und für mich als sehr praktisch liebende Frau ist das immer schön, wenn es wirklich schnell geht und wenn es einfach geht. Und das hört sich für mich jetzt ganz danach an. Also ich bin schon echt gespannt. Und wenn ich das selber bei mir machen kann, ist noch besser. Ja. Also insofern, das war eigentlich schon mein... Wer dann halt Spaß dran hat und fit ist und dann bemerkt, na ja, aber ich hätte dann doch lieber noch ein paar Hintergrundinformationen über die ganze Homöopathie. Ich habe sie ja erstmal klassisch gelernt dann in der Schule, also ganz Kentsch, bin dann an die Wand gefahren damit, wie, na ja, man kommt da ein bisschen in den Wald, gerne mal, man kann damit arbeiten, aber bin dann umgestiegen auf Bönninghausen und so weiter. Auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass manche dann gerne den Kreis erweitern wollen. Es ist nämlich nützlich, auf verschiedenste Arten den Fall aufgreifen zu können. Zum Beispiel, ich bin ein Riesenfan Homöopathie nach Periodensystem. Dann, was hier gar nicht dasteht, aber es gibt so in dieser Art, das weiß ich, dieser Inder macht es. Es heißt zwar da nicht so, aber es entspricht dem Repertorisieren nach Segal, die Segal-Methode, also Repertorisieren nach rein geistigen Symptomen. Ja, das kann ich dir sagen, weil der Kurs, der fängt jetzt im Oktober an. Der heißt dann... Komische Namen, die in der... Eine tiefe Sichtweise von Krankheit und Heilung. Da sind wir jetzt gerade bei, diesen Kurs zu planen. Das heißt, der wird dann heißen, Geist und Krankheit verstehen, Homöopathie. Das geht dann auf eine ganz andere Richtung. Wie heißt der Referent? Ravi Gambhir, Dr. Ja, Ravi Gambhir. Also ich habe mir Fälle erzählen lassen von Leuten, die dabei sind. Das ist genau, also eigentlich wie ich es kenne, so die Richtung Segal-Methode. Also sozusagen die Homöopathie nach Hahnemann beim Wort genommen und bis zur Blüte getrieben, finde ich.
auch schön. Weil oftmals ist es ganz fix. Jetzt mache ich Werbung für einen anderen Kurs, aber mein Lieblingsbeispiel kommt. Der kommt nächste Woche auf die Homepage. Ja, hier, die Tabletten hat mir der Arzt verschrieben, patscht sie auf den Tisch und sagt, die nehme ich nicht mehr, weil die haben nicht gewirkt. Dann kann man sagen, so, dann verschreibe ich Ihnen mal was hier, nehmen Sie mal Sulfur-C200. Weil man analysiert die Zustände und dann weiß man, naja, theoretisieren macht er, kann man nachschauen, die Rubrik theoretisieren, verallgemeinerte Aussagen treffen über etwas, was man sich so nicht sagen kann, dass die hier nicht wirken, das weiß er ja nicht, das kann er trotzdem gewirkt haben, vielleicht haben sie nicht gemerkt. Dann Selbstüberhebung, weil er das ist, der das entscheiden kann, knallhart. Und dann zum dritten Angst um die Gesundheit, sonst wird es ihn ja gar nicht interessieren. Und da gibt es nur ein Mittel, was die drei Symptome hat, das ist Sulfur. Also das ist zum Teil halt dann einfach schneller, weil man es schon hört. Das ist für mich schon fast Sherlock Holmes-like. Ja, es ist toll, weil nicht was die Leute erzählen, die erzählen ja viel, wenn der Tag lang ist, Patienten, sondern wie sie es erzählen. Und ganz rein nach Watzlawick, man kann nicht kommunizieren oder eben der Patient kann nicht lügen, weil im Lügen sagt er immer noch die Wahrheit. Zumindest aus homöopathischer Sicht. Das ist toll. Also es gibt viele Richtungen, will ich damit sagen. Es lohnt sich auch dann irgendwann das Hintergrundsystem, also hier tatsächlich mal Organon anschauen und dann, was ist denn mit diesen ganzen verschiedenen Potenzen? Sowas können wir in der kurzen Zeit nicht angucken. D, C Potenz, L, M, Q Potenz, was sind Miasmen und bla bla bla. Können wir da nicht unterbringen. Wobei ich sagen muss, ohne dass wir das Wort Miasmen überhaupt erwähnen, ist sofort, also integriert, also es ist durch diese Art der Auswahl der Symptome eine antimiasmatische Behandlung, ohne dass wir Nosoden jetzt nehmen. Also das ist schon sozusagen mit integriert. Das ist das Tolle, ist alles schon mit integriert. Klein, effizient, sicher, vollständig. Ist das praktisch? Ja. Sehr gut. Na gut. Also, wie gesagt, super Kurs. Man kann es mit vielen integrieren. Oh, ja. Wir sind fertig. Also ich bin fertig. Bis auf die Fragen, die jetzt kommen, oder? Die Fragen natürlich. Und ich spule noch mal wieder ein bisschen vor zu der Seite, wo es um die Fakten geht. Also wie gesagt, am 23.09. geht's los, kurz nach den Sommerferien. Also das heißt, man kann sich jetzt noch mal frisch erholen und dann ab Herbst, wenn die Kinder dann auch wieder in der Schule sind und hoffentlich im echten Leben, also in real in der Schule, dann kann man wieder die Zeit nutzen, um sich vor den Rechner zu setzen und spannende Dinge zu lernen. Und ich finde, Donnerstagabend ist auch eine gute Zeit. Ja. Gut, ich meine das gleiche wie auch mit Wochenende, aber also, eben. Ja. Und dann kann man das, wenn man möchte, wirklich am Freitag nochmal nachhören. Oder am Wochenende. Genau. Am nächsten Tag steht dann natürlich immer die Aufzeichnung dann auch zur Verfügung. Das heißt, wenn man sich dann am Abend gefragt hat, oh, das habe ich jetzt nicht verstanden, das muss ich nochmal hören, kann man das dann am nächsten Tag gleich machen? Ja, manchmal ist es zu neu, zu viel, zu schnell. Man kennt die Begriffe nicht, hat verpasst zu fragen, dann ist gut. Ja, Kerstin, schön, dass Sie dabei sind. Ein schönes Wochenende. Ich freue mich auch schon. Ja. Ich glaube, wir hatten noch nie so einen schnellen Infoabend. Sehr auf den Kurs, weil ich liebe das Ganze. Sehr. Was wäre dann zum Beispiel mit Mitteln wie Thuja, bei denen man doch so richtig vorsichtig sein sollte? Ja, das sind so Sachen. Dass man da so vorsichtig sein soll, da muss man sich fragen, also ich habe da meine Schwierigkeiten mit, gerade in der Homöopathie hat man eine Fülle solcher Aussagen, da wird immer gesagt, Hochpotenzen bei Kindern sind gefährlich, Thuja ist gefährlich, was weiß ich was. Das sind so Bruchstücke an Aussagen, ist ja alles schön und gut, aber sind unvollständige Aussagen. Und zwar fehlt der Kontext und unter welchen Umständen. Also wenn dann zum Beispiel jemand sagt, ja, Thuja ist, mit Thuja muss man vorsichtig sein, wegen dem und dem, unter diesen und jenen Voraussetzungen und so weiter, dann ist eine vollständige Aussage. Diese Kurzformen, wo etwas weggetilgt sind, die sind tatsächlich eher im vom Kaliber einer Überzeugung, die so durchwabern, das ist wie eine virale Infektion. Es sind keine vollständigen Aussagen. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum man mit Thuja vorsichtiger sein sollte, als mit irgendwelchen anderen Mitteln. Es ist ein Problem, wenn man Thuja gibt, und zwar monatelang, und es passt hinten und vorn gar nicht. Klar, dann macht man vielleicht eine Arzneimittelprüfung durch. Es gibt dann natürlich viele Vorstellungen, gerade aus den Miasmatiker-Bereichen, die dann überall Gespenster sehen und so weiter. Also meine Erfahrung ist, und ich mache es lange und ich mache es viel und ich mache es bei fast jedem, so ungefähr, dass es
es gibt keine gefährlichen Mittel. Also so im Sinne dieser Aussage. Vorsichtig soll man immer sein. Oder viel besser andersrum gesagt, exakt sollte man sein. Ordentlich sollte man das Mittel suchen. Und wenn wir es so machen, wie wir es halt machen, dann sollte eben ein Mittel rauskommen, was dann einfach passt. Und wenn es passt, dann ist da auch nichts Gefährliches dran. Es kann nur halt sowas wie eine Erstverschlimmerung geben, ein Einschwingvorgang. Also da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Also es gibt da keine gefährlichen Mittel, wenn wir aus irgendwelchen theoretischen Erwägungen heraus, ohne die Fakten zu beachten, Mittel geben oder gar tiefgreifende Nosoden. Klar kann da einiges passieren. Aber wenn wir die Symptome haben aus der Wirklichkeit des Patienten, die dann bestätigt sind, indem sie nämlich im Körper vielfältig sich so zeigen oder in der Historie dadurch bestätigt sind, dass sie sich wiederholen in der eigenen Biografie, in der Familienbiografie, dann kommt ein Mittel raus, was sicher ist, weil es genau die Lebenswirklichkeit des Patienten abdeckt. Die beiden treten in Resonanz und was passiert? Die Ordnung des organisierenden Prinzips nimmt zu. Das ist mehr Gesundheit, da ist nichts gefährlich dran. Außer, dass natürlich Ausscheidungsreaktionen in Gang kommen können, wenn die Typen wieder können, wie sie wollen, da drin im Körper. Sonst ist da nichts, behaupte ich jetzt. Das ist meine Erfahrung und wenn ich mal überschlage, also das jetzt im Grunde, also genau dieses, allerdings mit dem Pocket-Repertory vom Sankaran, 30 Jahre, viel. Früher ganz viel, noch viel mehr. Da hatte ich noch nicht so viel Ahnung von Spagyrika und so weiter. Da habe ich rein homöopathisch gearbeitet. Und ich hatte schlimme Fälle. Malaria-Fälle in Dar es Salaam, alles Mögliche. Also. Wie? Du warst in Dar es Salaam und hast Malaria mit Homöopathie? Kann ich was sagen. Jetzt möchte ich es aber wissen. Naja, telefonisch. Ach so. Da war es ja eh wurscht, weil die waren austherapiert. Also du warst jetzt nicht da mitten im Malaria-Gebiet und hast... Nee, aber halt eine Menge Malaria-Fälle nach der Methode. Aha. Mit einem Mittel gelöst. Also immer das Gleiche? Dabei immer verschiedene, oder? Da war es häufig dasselbe. Da war es Natrium-Muriaticum. Damals, das wandelt sich. Jedes Gebiet hat auch so seine Mittelvorlieben, gerade bei Malaria. Und übrigens, das ist auch von Boga bekannt. Da gab es mal eine Typhus-Epidemie. Und da hat er allen Leuten immer nur eine Gabe gegeben, mit sozusagen der Zuversicht. Und es reicht und es hat gereicht. Während sonst die Sterblichkeit groß war, ist bei ihm, ich glaube, keiner gestorben. Also es ist, indem man die Fülle eingrenzt, die verwirrende Fülle und die Unsicherheiten und zwingt zur Strenge der Betrachtung und des Denkens und der Übersetzung hier in diese Symptome, wird's exakter, wird's zuverlässiger und wir können mit großer Zuversicht sagen, höchstwahrscheinlich passt das und wird wirken. Das ist ganz anders, als man es kennt. Probiert man mal aus, vielleicht wirkt es dann irgendwann. Das ist toll. Also ist wirklich gut. Das ist echt super. Es hört sich gut an. Ja, ich glaube, das höre ich mir auf jeden Fall an. Und vielleicht werde ich auch noch Homöopathin. Also so in diesem Kontext wird es sich lohnen. Das ist nicht sehr aufwendig. Ja. Man braucht jetzt eben kein großes Hintergrundwissen. Das ist toll. Also ich finde es auch gut. Ja, weil stell dir vor, dann werde ich immer noch bestätigt. In meiner Mittelwahl. Annika C30. Ja, das ist wahrscheinlich. Also es ist nicht schlecht, so nach Folgen von auszuwählen, aber es geht besser. Ja, wahrscheinlich schon. Meine Freundin, die Daphne, die Homöopathie-Ausbildung hier leitet, die kriegt auch jedes Mal die Krise, wenn ich ihr das erzähle. Ach ja, Annika C30, passt immer. Ja, das ist natürlich... Ja, ist schon mal nicht schlecht, aber es geht besser wahrscheinlich. Ich denke, es geht besser, aber das lernen wir ja jetzt. Das ist doch super. Also, dann, Christian, wenn du nichts mehr hast... Nee. Also, Silke sagt auch, sie ist dabei, das ist schön. Auf den Kuss, schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Oh ja, und ich hoffe, der Sonnenschein bleibt uns noch ein bisschen erhalten an diesem Wochenende. Das wäre ja sehr schön. Und ich finde es super, dass Sie hier alle um diese Zeit bei diesem Wetter bei uns dabei sind. Heroisch. Das ist wirklich toll, statt im Biergarten zu sitzen oder auf der Terrasse. Das ist wirklich sehr schön. Also insofern auch von unserer Seite vielen Dank, ein schönes Wochenende. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben zu dem Kurs oder zu anderen Kursen, wir sind auf jeden Fall da, stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Ich schreibe gleich nochmal den Link rein zum Kurs, dann kann sich jeder anmelden. So, das mache ich jetzt nochmal eben schnell. Christian, vielleicht magst du dich schon kurz verabschieden. Du machst vielen Dank, es ist wirklich, also da zeigt sich schon das große Interesse bei dem Wetter hier, die Zeit zuzuschauen.
Aber ich glaube wirklich, es lohnt sich. Es ist nicht so aufwendig zu lernen, es lohnt sich wirklich. Also man kann sich schon darauf freuen. Und ja, dann wünsche ich auch... Sommerpause. Die haben wir bald. Wochenende. Entschuldige, dass ich dir jetzt so reingrätsche. Schönen Sommer, genau. Ja, weil wir haben nur noch nächste Woche. Dann sind auch bei uns Ferien. Wir haben noch ein paar Veranstaltungen, es sind noch ein paar Firmenveranstaltungen, ein paar Vorträge jetzt da Anfang August. Und wir starten in der ersten Septemberwoche, geht's wieder los. Ansonsten haben wir hier keine Webinare und keine Veranstaltung. Wir gönnen uns jetzt auch mal eine Sommerpause und gucken, was wir alles noch für tolle Sachen für Sie vorbereiten können und gestalten können. Und ja, lassen Sie sich überraschen, im Herbst geht's ganz toll weiter. Mhm. Vor allem mit Christian. Du hast viel zu tun im Herbst. Dein Herbst wird ganz schön bunt. Ja, ein bunter Herbst, so könnte es. Ein bunter Herbst. Die Schüsslersalze, die Naturheilkunde-Ausbildung, Boga, Master Tung. Da kommen schon viele Anfragen, wann es weitergeht, wieder mit einem Grundkurs. Müssen wir auch noch alles machen. Unsere Podcasts machen wir. Ja, Podcast. Genau. Christian und ich machen Podcasts. Unterhaltsame Podcasts. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja, Zeitfrage, aber... Genau. Sehr gut. Podcast, ja genau, Tatjana. Die kann man dann auch in Hamburg sich immer anhören, rund um die Uhr. Also wir planen das schon seit einem Jahr. Vielleicht kann man auch Gäste mit reinnehmen. Ja. Lassen wir dann aber durch so einen Sprachrekorder durchlaufen und verändern die Tonhöhe, dass wir Schlümpfe klingen. Christian Heimüller and Guests. So, ich glaube, jetzt müssen wir aber die Aufzeichnung auch stoppen, sonst machen wir hier nur noch Schmarrn. Vielen Dank auf jeden Fall allerseits fürs Interesse. Ich hoffe, es kommen recht viele, weil, kannst du nochmal sagen, ich glaube, es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich. Sehr. Sehr.